Ein Notruf aus Köln-Ehrenfeld erreicht Moritz Breuer und seinen Kollegen Peter Rothmeier. Guten Tag. Hallo. Breuer Polizei Köln, Sie hatten angerufen? Genau, Anna Lohmann, mein Name. Hallo. Guten Tag. Es geht um Einbruch. Ist genau, ich befürchte, dass bei mir oben eingebrochen worden ist. Ich war allerdings noch nicht oben. Ich habe mich leider nicht getraut. Also Sie waren noch nicht in der Wohnung? Nein. Die Beamten wollen zunächst sicherstellen, dass sich der Täter nicht mehr in der Wohnung der Politesse befindet. Gut. Junge Frau? Ja. Dann kommen Sie ruhig mal hoch. Hier ist niemand in der Wohnung. Okay. Allerdings tatsächlich hier am Türrahmen, wenn ich mal gucke. Ist das verständlich? Guck mal, Moritz, ich glaube, das sind nur Einbruchsspuren. Die sind doch, ist doch alles vermackt. Hier muss tatsächlich einer gewaltmäßig reingekommen sein, oder? Sehen die denn auch frisch aus für dich? Ja, würde ich jetzt erstmal annehmen, ne? Wenn Sie sagen, die Tür stand einen Spalt offen, genau. Sie sind sich sicher, die zugezogen zu haben, als Sie die Wohnung verlassen haben. Dementsprechend würde ich dazu werten, dass die hier relativ frisch sind, ja. Okay. Aber die Wohnung, also jetzt nach meinem Empfinden, sieht jetzt nicht irgendwie aus, als ob die durchsucht wurde oder sonst was. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Sie sind, ich war bis jetzt noch nicht. Sie waren nicht drin. Genau. Wenn Sie mal schauen, ob sich irgendetwas verändert hat, ja, ob vielleicht irgendwas durchwühlt worden ist, etwas fehlt. Da haben Sie eine kleine Nachricht bekommen. Okay. Das kann ich mir jetzt nicht erklären, weil sowas trage ich normalerweise nicht. Das gehört mir auch nicht. Also das haben Sie nicht so hinterlassen, nein, als Sie die Wohnung hinterlassen? Nein, okay. Das ist nicht von mir. Dann heißt das, hat jemand hier hingelegt. Also ist jemand gebracht worden statt entwendet? Scheint so. Ich hoffe, es gefällt dir, dein größter Verehrer. Haben Sie einen? Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay. Tja. Das müssen wir mal weiterschauen. Vielleicht liegen hier noch andere Dinge. Ja, ich kann mich. Haben Sie denn einen Freund oder einen Partner? Nein. Wohnen Sie alleine? Genau, ich bin frisch Single jetzt, habe mich von meinem Freund getrennt. Ach. Okay, hat er denn noch einen Schlüssel? Nein. Okay. Würden Sie ihm denn zutrauen, sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen? Nein? Mhm. Okay. Also dann schauen wir doch mal weiter. Vielleicht ist er hier noch was anderes, ein anderer Hinweis. Ist ja so ungewöhnlich. Genau, ich kann mich ja noch mal umschauen, ob. Machen Sie das doch mal. Okay. Tja. Okay, also ich sehe gerade, hier liegt ein Päckchen. Ein Päckchen? Genau. Ich weiß nicht, wie das reingekommen ist. Ich habe zwar was bestellt, aber... Ist das auch an Sie adressiert, das Päckchen? Sie sind die Anna Lohmann. Genau. Ja, dann passt das doch. Aber ich weiß nicht, wie es hier reinkommt. Dann haben wir doch... Haben wir denn nicht irgendwo einen Lieferwagen hier von einem Paketservice vorne stehen? Ja, da stand einer gerade. Ja, da stand einer, habe ich auch gesehen. Vielleicht hat der ein Paketbote. Also wir haben jetzt, ich muss nochmal nachfragen, wir haben jetzt einfach ein Paket in der Wohnung, das Sie noch nie gesehen haben, das Ihnen zugestellt wurde. Mir ist gerade aufgefallen, dass mein neon-pinker BH weg ist. Der lag heute Morgen noch hier drin und jetzt ist er weg. Schaust du vielleicht mal kurz aus dem Fenster, ob der Lieferwagen da noch steht? Ich guck mal hier. Dann lass mal runtergehen. Lass mal schauen. Eigentlich müsste der noch... Ja, der steht da noch. Ja, dann gehe ich mal raus. Ja. Guten Tag, Mann, sag mal bitte den Motor aus, Breuer Polizei Köln. Eine kurze Frage an Sie. Wie hieß die Dame? Lohmann. Lohmann. Frau Lohmann, kennen Sie die? Die wohnt jetzt hier in Hausnummer 23. Ja, ich kenne die. Das ist eine Kundin, also da wollte ich Pakete. Okay, waren Sie zufällig heute gerade eben auch da? Ja, ich war in dem Haus, aber nee, warum? Gut, weil die Dame, also... Es steht da im Raum, dass da unter Umständen die Wohnung von ihr eingebrochen wurde und gerade ja eine merkwürdige Situation. Sie hat ein Paket in der Wohnung aufgefunden von ihrem Zustelldienst, das ihr aber so nicht zugestellt wurde. Also sie kann sich zumindest nicht erinnern, das in Empfang genommen zu haben. Ja, okay, das ist ein bisschen doof gewesen. Steigen Sie einmal aus, bitte. Schlüssel abziehen. Und den nehme ich mal für die Maßnahme an mich. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen. Hat er gesagt, dass er in der Wohnung war? Bisher noch nicht. Er wollte jetzt, glaube ich, ein bisschen erzählen. Hände aus der Tasche, bitte. Okay. Es war halt so, ich habe halt ein Paket ausliefern wollen. Ja. Und dann bin ich halt ins Haus gekommen und dann stand die Tür halt offen. Und dann bin ich halt da drin gewesen und wollte halt gucken, ob irgendjemand da drin verletzt ist oder so. Weil die Tür war offen. Es ist keiner da gewesen. Und dann war halt keiner da. Und dann... Und dann haben Sie das Paket da reingelegt, sagen Sie. Dann habe ich das Paket aus Versehen wohl da liegen lassen, ja. Ah, okay. Jetzt pass mal auf. Dann erklären Sie mir doch mal bitte, wollten Sie den zustellen oder gehört der Ihnen oder gehört der vielleicht der Frau Lohmann? Weil die hat doch gerade gesagt, ist doch richtig, ne? Die pinker BH wäre weg. Ja. Wie kommen Sie an den?
ja, also ja, wie gesagt, die Tür war halt offen. Ha. Und dann bin ich halt da rein und es war halt keiner in der Wohnung. Und ich bin halt, seitdem ich diese Strecke fahre, die Frau Lohmann halt verliebt. Weil, ja, ich, und da kann man das nicht auf normale Art und Weise sagen, ja, vielleicht? Ich kann das nicht so. Das ist, ich bin da so ein bisschen, ja, ein bisschen schüchtern, sag ich. Ja, jetzt hat Kind ein bisschen in den Brunnen gefallen. Und dann bin ich da halt durch die Brunnen gelaufen und bin im Badezimmer gelandet. Und dann habe ich den halt gesehen und habe mir gedacht, so, das wäre eine schöne Trophäe so für mich. Ne? Und, schöne Trophäe. Geben Sie mir doch mal bitte für meine Trophäensammlung Ihren Ausweis. Weil ich jetzt mal gerne wissen möchte, wer Sie sind und ob wir da einen Verdacht des Einbruchdiebstahls haben und Hausfriedensbruch. Ja, definitiv. Also den Verdacht haben wir zunächst, aber würde ich auch sagen. Ja, ne? Nein, ich habe die Wohnung aber nicht aufgebrochen. Ja, die Herr Fischer, dann sagen Sie. Es ist was gestohlen aus der Wohnung. Ja, das tut mir natürlich leid wegen dem BH, aber es war halt. Noch eine andere Frage. Haben Sie denn da auch noch was in der Wohnung hinterlassen, unabhängig von dem Paket? Nein, nur das Paket. Ich habe aber gesehen, dass im Schlafzimmer halt da so ein Lackbody lag. Und das sieht der Frau Lohmann halt überhaupt nicht ähnlich. Weil da haben Sie nichts mit zu tun? Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich habe die Wohnung weder aufgebrochen. Auf den wollte ich nämlich gerade hinaus, weil da war ja auch noch so eine Notiz hinterlassen, ne? Von wegen, dass der vom Verehrer sei. Also eine Notiz habe ich nicht gesehen. Damit ist dieser Einsatz allerdings noch lange nicht erledigt. Offenbar gibt es vor der Wohnung, die genau über der jungen Frau liegt, ein weiteres Problem. Was mit ihm denn? Sind Sie aus der Wohnung geflogen oder was? Brauchen Sie Hilfe? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ey. Auch in der Wohnung tobt ein lautstarker Streit. Die Beamten wollen der Sache auf den Grund gehen. Wo kommen Sie jetzt her? Ich bin gerade aus der Wohnung geflogen. Da ist, glaube ich, der Ehemann oder so gekommen oder der Freund, keine Ahnung. Wem gehört das Brecheisen? Der Kuhfuß. Hier ist die Polizei. Einmal bitte aufmachen. Ja. Ruhig. Fahren Sie runter. Ich fahre überhaupt nicht runter. Hey, guck mal, was hier los ist. Das ist meine Freundin. Kommen Sie mal mit. Die betreibt hier irgendein Sexstudio. Die Eifersuchtsattacke ist nicht Angelegenheit der Polizei. Dennoch wollen die Beamten wissen, mit wem sie es zu tun haben und ob einer der Personen das Brecheisen vor der Tür gehört. Sie sind ein Paar? Das ist mein Freund. Wir waren mal ein Paar. Hallo, gut. Meine Ohren funktionieren super. So, also Sie sind ein Pärchen, das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Wir waren ein Pärchen. Ne? Gut, wie lange noch spielt der jetzt erstmal überhaupt keine Rolle? Und wer sind Sie denn? Ich bin der Luther Büschel. Dann geben Sie mir mal mit den Ausweis. Na, erzählen Sie mir mal bitte, warum wir Sie halbnackt im Aufflur auffinden. Mit vor allem mit dem Ding hier. Dem Kuhfuß da. Das möchte ich auch mal wissen. Ich bin IT-Experte. Ruhe jetzt da! Ach. Ich bin IT-Experte und habe mich bei ihr reingehackt, weil sie Sexgirl ist. Ich hab kein Girl, also ich arbeite als Webcam. Was bist du? Das geht dich überhaupt nicht. So, also Sie arbeiten vor der Webcam von zu Hause aus. Alles klar. Ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Genau. Weiter im Text. Ja, und ich habe sie halt aufgespürt. Da ich halt IT-Experte bin, ist das für mich halt das kleinste Problem. Und dann habe ich sie halt getroffen. Wir haben uns unten im Flur gesehen und hatten dann gerade miteinander, wie sie mitbekommen haben oder ihr Freund mitbekommen hat. Das habe ich Spaß gehabt. Ja, das finden sie super lustig irgendwie, ne? Ganz komisch. Also echt Drecksack hier. Bist du mit meiner Freundin rum? Entschuldigung. Soll ich da noch Beifall klatschen oder was? Nein, natürlich nicht, aber verstehen Sie, solange wir hier sind, müssen wir das zumindest ein bisschen aufklären. Ja, aber ich verstehe wirklich. Das interessiert mich auch. Ja, aber ich verstehe auch wirklich, dass Sie außer sich vor Wut sind, aber bitte. Lassen Sie uns unsere Arbeit einmal machen. Herr Büchel, ich glaube, die Geschichte, die Sie mir da erzählen, die ist nicht ganz vollständig. Ich guck mal einmal hier rein. Ich möchte mal gerne wissen, was haben Sie denn mit dem Kuhfuß gemacht? Den brauchen Sie doch nicht, um mit der Dame hier in Kontakt zu treten. Das können Sie doch auch anderweitig machen. Was ist mit dem? Ja, okay. Das war vielleicht nicht ganz so. Ha. Jetzt drucksen Sie nicht rum. Ich wollte ihr ein Geschenk machen, damit sie beim nächsten Video, was sie macht, was von mir anhat. Hab dann unten die Tür war offen, bin dann rein, standen ja leider keine. Welche Tür war offen? Das ist jetzt ganz unten wichtig. Die Haustür, die normale Haustür war offen. Die Haupthaustür zum Hausflur, genau, die war die offen. Die war offen, da bin ich dann rein, hab dann die Tür im ersten Stock gesehen. Hab sie aufgebrochen. Weil sie dachten, die Dame wohnt. Ich hab gedacht, da unten. Die Dame wohnt da unten. Hey, was ich bist vermutet. Du denn für einer? Was geht denn mit dir ab? Hab du schleichst hier rum und brichst in eine Wohnung rein.
Ja, was bist du denn für ein Stalker? Bist du rum? Ja, das sei ganz still, Mann. Ja, geh bloß war, weg. Das war vielleicht nicht so cool. Nee, und im Eifer des Gefechts habe ich sie halt dann unten getroffen. Und ja, da haben wir uns halt kennengelernt persönlich. Ja. Und ja, gut. Und habe dann in dem Moment auch total vergessen, dass ich halt unten eingebrochen bin und habe da halt dann... Alles klar, dann haben wir doch schon mal eine aufgeklärte Straftat. Das beruhigt aber keineswegs den betrogenen Freund des Webcam-Girls. Moritz Breuer und Peter Rothmeier treffen deswegen eine Entscheidung. So, passen Sie auf. Ich bin der festen Überzeugung, und ich glaube auch, das spiegelt die Meinung meines Kollegen wieder, Sie verlassen jetzt die Wohnung, fahren ein bisschen runter, gewinnen ein bisschen Abstand. Und dann schauen Sie mal, ob und wann Sie sich zusammensetzen und vielleicht nochmal über das Ganze sprechen. Aber ja, ich glaube, wenn Sie hier bleiben, dann sind wir noch eine Stunde wieder. Jetzt hat das keinen Sinn. Gibt's nicht mehr viel zu reden. Hier nimmt deinen scheiß Schlüssel. Gut, das reicht jetzt. Gehen Sie einmal vor. Mein Gott. Was die Frau Schmidt da privat macht, um vielleicht nebenbei noch ein bisschen Geld zu verdienen mit ihrer Cybersex-Klamotte, das verurteile ich überhaupt gar nicht. Da kann ja jeder machen, was er will. Ein großes Risiko ist sie natürlich eingegangen, indem sie den fremden Herrn, der sie da im Flur erwartete, einfach mit in die Wohnung zu einem Schäferstündchen nahm. Da, denke ich, ist doch großes Risikopotenzial gegeben. Der junge Mann muss sich wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten. Der Paketbote erhält eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl.